super. So sieht Sommer im Sauerland aus. Das hat ein bisschen was von Schottland. Guck mal. Ich bin übrigens heute verabredet mit meinen beiden Komplizen, mit Amy und Kate Heinz. Hallo, Guido. Hi, bist du Amy oder Kate? Ja, ich bin Amy. Hi, schön, dich zu sehen. Kann ich reinkommen? Ja, komm rein. Katie, du hast mir geschrieben, aber nicht alleine. Wie groß ist denn eure Familie? Ja, wir sind 6 Kinder und es gehören auch noch 10 Enkelkinder dazu. Also schon groß, ne? Ja, bei uns ist immer was los. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, den Papa reinzulegen? Also meine Eltern, die kennen sich jetzt seit genau 40 Jahren. Da haben wir überlegt, da müssen wir doch irgendwas Besonderes auf jeden Fall mal herrichten. Und auch, weil der Papa einfach ein toller Papa ist und auch ein toller Opa und die Scherze, die er mit uns schon gemacht hat, da müssen auch die Enkelkinder durch. Das kennen wir, glaube ich, alle. Wie würdest du deinen Vater beschreiben, charakterisieren? Also auf jeden Fall ist ihm sehr wichtig, dass er ein Schotte ist. Genau. Deswegen ist er auch sehr gläubig und legt viel Wert auf ordentliches Benehmen. Also er möchte gesiezt werden, die ganzen Dinge. Genau. Und seinen zweiten Namen Potter sollte man am besten außer Acht lassen. Ja. Gibt es sonst irgendeine No-Go-Area? Ja, also zwei Sachen gehen gar nicht. Und zwar einmal sein Auto, da darf keiner dran. Und alle Männer, die in die Familie einheiraten möchten, also seine Töchter heiraten möchten, die müssen erst zu ihm kommen und um die Hand anhalten. Würdest du für Verstehen Sie Spaß heiraten? Ja, um meinen Vater reinzulegen, bestimmt, ja. Wie wär's mit einem Prominenten? Ja, dann auf jeden Fall. Also Potter, also, oh, Entschuldigung, Papa. Diesen Tag werden Sie, glaube ich, so schnell nicht mehr vergessen. Let's get started! Auf geht's, dann wollen wir David mal seine beiden Schätzchen entführen. Wir fangen mit seinem geliebten Auto an. Das haben wir heimlich abgeholt und stellen es, für ihn unerreichbar, auf einen Container neben der Feuerwache in seinem Heimatort. Der Chef der Feuerwache meldet sich an diesem Samstagvormittag um 9:45 bei David Heinz. Heinz. Albert hier, guten Morgen von der Freiwilligen Feuerwehr Landhausen. Herr Ines, entschuldigen Sie bitte die frühe Störung, aber wir haben heute Morgen offensichtlich Ihr Auto bei uns in Landhausen gefunden. Mein Auto haben Sie gefunden? Ja. Das steht hier bei uns in der Feuerwehr. Du Scheiße, mein Auto ist weg. Das gibt's doch gar nicht. Ja. Dann ist er gestohlen worden. Um weiteres zu besprechen, würde ich vorschlagen, kommen Sie doch umgehend mal bitte hier zum Feuerwehr. Das ist ja lustig. Wie komme ich denn da hin? Ja, das kann ich Ihnen jetzt auch nicht sagen. Alles klar. Okay, bis gleich. Bis gleich. Tschüss. David hat aber schnell einen Fahrer gefunden, seinen Sohn. Der ist natürlich auch mein Lockvogel. Guten Morgen, sind Sie der Herr Hines? Ja, richtig. Ja. Sind Sie so lieb? Fahren Sie das Fahrzeug bitte auf die Wiese drauf. Mein Name ist Albert. Ich glaub's nicht. Wer hat das denn gemacht? Sein geliebtes Auto, so nah und doch so fern. Wie zum Teufel kommt das Auto auf das Dach? Ja, ich hab das, den Schlüssel habe ich da. Nee, bleiben Sie mal hier. Ich brauch das Auto. Haben Sie das Fahrzeug da oben drauf? Nein, habe ich nicht. Ja, aber wer hat es denn dann da oben hingestellt? Das weiß ich doch nicht. Ich bin um 1 nach Hause gekommen, das Ding war doch da. Wer hat denn alles Schlüssel? Ich brauch mein Auto. Ich weiß es gar nicht. Wer hat das Ding hingestellt? Hat jemand gefeiert gestern da? Ja, so wie das aussieht da. Hier wurde eingebrochen. Das Feuerwehrauto ist geklaut worden. Ihr Auto steht auf dem Dach. Vom Bauer ist der Traktor geklaut worden. Und wir können uns das alles nicht erklären. Die Polizei war heute Morgen auch schon hier. Ich frage mich, wie das alles zustande kommt. Vielleicht ist eins von seinen Kindern schuld. Denen spielt er ja auch ständig Streiche. Ich war zu Hause. Soll ich sie mal eben anrufen? Ruf mal Amy an. Das gibt's doch gar nicht. Wer ist denn Amy? Meine Tochter. Amy scheint er so eine Aktion tatsächlich zuzutrauen. Er ist ratlos und verwirrt. Wo ist Amy? Ja, ich erreiche sie nicht. Ich versuche sie ganz schnell anzurufen. Wer sind Sie? Ja, ich bin dein Bruder, hallo. Ja, aber du musst doch, du bist nach mir nach Hause gekommen. Du warst bei David. Wer klaut an den alten Ford? Ich dachte, das war ein Scherz. Wir haben schon vieles gehabt, aber das habe ich auch nicht. Das gibt's doch gar nicht.
Ralf, ich würde mal vorschlagen, gehen wir der Leiter holen, gucken wir, ob das Auto verschlossen ist. Also mal ganz ehrlich, ja. Das Auto, das sieht voll nach Party aus. Lass hier oben mal gucken. Ist Alkohol, hier ist Party. Hier ist ein Trick Party mitgemacht worden. Ja? Ich bin doch kein Party. Und hier schaut's aus wie Sau. Gucken Sie mal hier. Ja, komm, hör auf, Mann. Hier, schauen Sie mal hier. Aber das Auto hätten Sie auch mal waschen können. Das sieht ja aus wie Sau, ne? Da, ja, ich lebe in das Auto. Ich bin jeden Tag damit unterwegs. Mensch, wie peinlich. Also ich finde hier noch ein Tablet. Ist das deins, Papa? Haben Sie ein Tablet? Nein. Ralf, dann bringen wir das mal bitte runter. Das interessiert mich mal. Also ich bring mir das mal bitte. Vielleicht kann ja das Tablet bei der Aufklärung des ominösen Falls helfen. Da scheinen wohl ein paar Fotos mitgemacht worden zu sein. Unser Feuerwehrauto. Nee. Ja, und wer lehnt sich denn da aus dem Beifahrerfenster? Ach du Scheiße. Kennen Sie die Person? Wer ist das denn? Hallo? Nein. Wer ist das? Am Steuer sitzt jedenfalls Amy. Aber viel wichtiger, wer sitzt daneben? Nein, das ist nicht. Ja, Moment mal, das ist doch... Das ist doch Pedro Lombardi, der DSDS-Gewinner. Nein. Ist das der Typ, mit dem Amy sich getroffen hat? Nein, sag sowas nicht. Nein, weiß ich nicht. Das gibt's doch gar nicht. Hier, noch ein Foto. Pietro jetzt am Steuer seines Autos. Fährt Pietro Lombardi gerade Ihr Fahrzeug? Haben Sie ihm doch einen Schlüssel gegeben? Die entscheidenden Fotos kommen jetzt. Was ist das denn? Was ist das denn? Entschuldigung, das sieht doch aus wie eine Hochzeit. Vorsichtig! Entschuldigung, das. Hä? Das gibt's doch hier, nicht. Das ist doch nicht hier in Landhausen. Wir haben doch hier in Landhausen nicht so eine Gegend, oder? Also ich gehe mal ganz stark davon aus, dass die in Holland waren. Das sieht sehr hinduistisch aus. Hier ist noch ein Video. Sehr hinduistisch. Liebe Amy, liebe Pietro, herzlich willkommen in der Maharaja-Tempel Amsterdam. Es freut mich riesig, dass euch entschieden habt für die Kandwara-Hochzeit. Die Kandwara-Hochzeit ist eine hinduistische Hochzeit, wo ein oder beide Elternpaare keine Zustimmung gegeben haben für diese Ehe. Ich prüfe meine Frau an, dass mir alles zu irgendwas. Versuch mal nochmal, Michael, versuch mal nochmal Amy anzurufen. Das ist die mir haben ja geheiratet, ne? So wie das aussieht. Haben Sie da was von? Ja, da gibt es aber Theater hier. Warte mal. Wollen Sie es nochmal anhören? Nee. Wussten Sie das gar nicht, dass Sie mit diesem Pietro Lombardi anscheinend zusammen sind? Lombardi, wie kommt meine Tochter an Lombardi? Wie kommt Lombardi und meine Tochter? Ja, das ist ja. Fragen über Fragen, die David durch den Kopf gehen. Die Antworten darauf hat nur das frisch vermählte Paar. Unser Feuerwehrauto ist wieder da. Das ist ja unglaublich, unfassbar. Hey, sag mal. Was macht ihr mit unserem Feuerwehrauto? Was stehen hier? Wer so empfangen wird, hat keine Lust zu bleiben. Ihre Tochter da drinnen? Ist das Ihre Tochter oder ist es? Natürlich! Was macht Ihre Tochter in unserem Feuerwehrauto? Ein paar Meter weiter wird dann doch geparkt. Und Papa David will jetzt aber wirklich wissen, was hier gespielt wird. Schlüssel her, sofort. Ralf, zieh mal den Schlüssel ab. Hey! Sind Sie die Tochter? Ja. Was machst du? Ja, du kannst doch chillen, ey. Ist doch nichts passiert. Chillen? Wenn ich da sehe, mein Auto ist auf dem Dach und du sagst chillen? Ja, es ist doch nichts passiert. Was ist das denn? Ja. Da kommt der neue Schwiegersohn. Wie geht's? Erklär mir das jetzt. Ja, Papa. David, wie? Alles gut? David hatte gerade David gesagt. Wer ist das? Erklär mir bitte, was vor sich hergeht. Pietro macht sich direkt besonders beliebt. Oder soll ich besser Potter sagen? Sag nicht Potter, sag einfach was anderes, aber nicht Herr Potter. Darf ich David sagen? Von mir aus, aber das ist scheißegal. Okay, David. David, Mensch. Schwiegerpapa! Wie schön ist es wirklich? Erklär mir erst, wenn mein Auto da hingekommen ist.
Das war so ein geiler Abend. Geiler Abend? Ich werde aufgeweckt, mein Auto steht da oben, meine Tochter. Wir haben geheiratet. Meine Tochter heiratet keine, bis ich sage, ja. Ja. Schwiegersohn. Hey, Potter. Du bist mein Schwiegervater, Schwiegersohn, sage ich schon. Ja, wir sind jetzt 2 Monate zusammen, dann, ja. Ewig. Ja, warum lachst du? Das ist voll respektlos jetzt. Du gehst doch nicht hin und heiratest jemand. Ja, doch, wenn ich mir sicher bin, dann bin ich mir sicher. Aber du kommst doch nicht hin, ohne zu mir zu sagen, Papa, ich habe jemanden kennengelernt, möchte heiraten, oder? Ich habe Mama doch erzählt, dass ich jemanden kennengelernt habe. Ja, trotzdem, du gehst doch nicht hin und heiratest jemanden, kommst ja, aber ich wusste, Papa, dass du genau Nein sagen wirst, deswegen habe ich das gar nicht... Er hat gesagt, ich würde Nein sagen. Das mit dem Antrag kann man ja noch nachholen. Dann wollte ich Sie fragen als Vater. Darf ich, David, Herr Potter, darf ich Ihre Tochter als Frau nehmen? Bitte. Bist du mein Auto gefahren? Ich bin das Auto gefahren. Ich habe mein Auto da oben hingestellt. Und dann bist du durchgebrannt mit meiner Tochter. Wir haben einen Fehler gemacht, okay, Herr Potter? Nein. Wir haben einen Fehler gemacht. Pass auf. Ich dachte, du freust dich für mich. Lass uns. Potter, entspann dich. Meine Mütze aufsetzen. Hey, Jungs! Kommt die Polizei jetzt, oder? Nennt man das bei uns? Die Polizei kommt nicht, dafür aber ein Kamerateam. Schließlich ist Pietro dafür bekannt, dass er sein ganzes Leben öffentlich führt. Auf einmal ist auch David Teil einer Reality-Show. Das ist unser Kamerateam? Ja. Hallöchen! Hallöchen! Wir haben schon ein paar Szenen zusammen gedreht. Aber ihr könnt ja einmal ein Interview machen mit dem Potter. Wäre das in Ordnung, wenn wir vielleicht einfach kurz, ich erkläre Ihnen kurz, wie so unser Sendeformat einfach abläuft und dann machen wir ein kurzes Statement Warum soll ich denn, was wollen Sie mich fragen, mein Papa, Auto das ist doch fürs Fernsehen jetzt, dann okay, tu einfach wenigstens so. Steffi. Gut, läuft, hörst du mich? Hörst du? Die Kamera läuft. Genau, Herr Hines, oder darf ich, ich sag, darf ich David sagen? Amy und Pietro in Love. Das ist die neue Sendung, die wir produzieren, jetzt wo Amy und Pietro zusammen sind. David, was sagst du denn jetzt dazu, dass hier deine Tochter mit Pietro Lombardi zusammen ist? Ich bin sprachlos. Ich bin super glücklich und happy. Was soll ich denn dazu sagen? Ich weiß es erst seit 5 Minuten. Der David ist ein super... David, bitte. David. David. David Potter aus England. Schottland. Ist ein super Papa, habe ich schon gehört. Aber Potter ist echt geiler Nachname so. Vielleicht nehme ich auch den Namen an. Pietro Potter. Ja, passt ja auch. Darf ich mal wieder ganz kurz alle um Ruhe bitten? Ich habe hier noch ein Video gefunden, Herr Hines. Wollen Sie das noch mal bitte angucken? Ich weiß gar nicht, wie überhaupt noch was. Schauen Sie mal bitte. Lieber David, achso, ich sollte eigentlich der Etikette halber Herr Heinz sagen, aber also ich kenne dich schon richtig gut, David. Von diversen E-Mails, von Erzählungen. Du hast Glück gehabt. Das Ganze, was du heute erlebt hast, ist natürlich absoluter Blödsinn. Das haben wir uns alles ausgedacht. Ich kann dich beruhigen, deine Tochter Amy hat nicht geheiratet. Sie ist nicht mit Pietro Lombardi zusammen und du wirst leider auch kein Reality-Star im Fernsehen. Ja, halte dich fest. Herzlich willkommen, lieber David, in der Fernsehsendung Verstehen Sie Spaß. Oh, my God.